Naja, aber die Maren leben doch alle unter Wasser, oder nicht? Exakt, da ist das Problem. Ihr wollt also wieder unter Wasser. Nun, von wollen kann keine Rede sein. Aber denkt ihr denn, dass sie alle Freizauberer waren? Nein, nein, nein. Ich glaube auch, die meisten Mare existieren nicht mehr. Das ist schon lange Untergang, das Reich von Lamaria. Aber ihre Abkömmlinge leben wohl noch. Wir reden von Kakonian. Nein, 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 nein. Risse und Siliten meine ich natürlich. Risse sind ziemlich dumm, also. Aber sie sind die Abkömmlinge der Mare. Ja, die generierte Abkömmlinge vielleicht, aber ich habe schon einen solchen Siliten oder Risse gesehen. Sie sind nicht besonders intelligent. Mir kommt da gerade eine Idee. Wir sind doch im Vollbesitz von ein paar Söldnern, die hier draußen auf uns warten sollten, nicht wahr? Ja. Ja, so. Sie kennen Wyatt. Dann sollte man doch vielleicht einmal mit ihnen reden. So merkwürdig sie auch sind. Ich verstehe immer noch nicht. Ne, sie meint die blöden Eireiter. Oh, nein, nein, ich verstehe immer noch nicht, wie all diese Dinge zusammenführen. Alles im Umkreis dieser... Er macht eine Geste mit der Hand, als würde er einmal das gesamte Schiff umkreisen wollen. Situation weist uns auf diese Unterseekultur hin. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum. Nun, offenbar wollen unsere Feinde in den namenlosen Tagen hier sein. Ich nehme an, sie planen ein weiteres Ritual, das irgendwie in Zusammenhang mit diesem Ort steht. Wir haben immer noch keine Möglichkeit gefunden, weder die Plagenbringer oder ihren Kapitän außer Gefecht zu setzen. Nun, die Macht der Plagenbringer ist größtenteils überseeisch, nicht wahr? Sie würden niemals auf einen Angriff unterseeisch. Nun ja, so reagieren können, wir erwarten sie nicht. Das könnte für uns ein Vorteil sein. Ihr seid in der Tat der Experte. Ich denke nicht, dass die Plagenbringer in der Lage ist zu tauchen, aber Idee ist wohl das kleinste aller Probleme, selbst wenn wir mit den... mein Spielergedächtnis verlässt mich hier gerade. Das ist ein Amrichot, den sie an der Leine haben. Die haben verschiedene Plagen, ja, aber einer davon ist sehr speziell. Ich glaube ja, es war ein Amrichot. Ja, ja. Selbst wenn wir mit dem Amrichot und einem Kleinzeug klarkommen würden, wir müssen davon ausgehen, dass ein Erzbakterier dieses Kalibers diverse Sicherheitsmaßnahmen hat. Wir haben absolut keine Gegenmittel und bis jetzt trotz aller Nachforschungen keine gefunden. Da haben wir nicht seinen Namen. Leicht. Wahre Namen sind wandelbar. Und wir könnten. Naja, ihr habt mit Sicherheit nicht unrecht. Ich befürchte nur, dass das unsere momentane Diskussion nicht vorwärts bringt. Ja, lasst mich. Danke, lasst mich zum Punkt kommen. Worauf ich hinaus will, Kapitania, ist, bevor wir extreme Ressourcen hineinstecken, dieser Art von Legenden nachzujagen, sollten wir uns vielleicht auf die direkte Aufgabe konzentrieren. Ich bin mir sicher, wenn wir Verbündete oder eine Hilfe unter Wasser finden könnten, wäre dies von enormem Nutzen, wie Abelmir bereits ausgeführt hat. Ja, aber nichts davon erscheint mir derzeit unserem Kernproblem zuträglich. Nun, ich denke, wir werden erst einmal Ephanoras Visionen und unseren Schlachtplänen nach Miamat folgen. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird uns unser Weg nach Wyatt führen. Wir könnten die Heirate benutzen, nun ja, um unsere Ankunft unter der Hand zu verbreiten. Vielleicht sind sie uns dann gnädiger gestimmt. Wenn ihr die Sache so seht, Kapitania, werde ich wohl die üblichen Vorkehrungen treffen. Gehen einige zentrale Ingredienzien für einen solchen Plan abhanden. Das ist sehr vorausschauend, Ser Petilio, danke. Ich glaube, ein erster Schritt wird es sein, sie nach Wyatt zu fragen.
Sie können uns sicher mehr darüber sagen, wie es dort unten aussieht und wer oder was dort heute überhaupt noch lebt. Nun, soweit ich es weiß, ist Vajat ein riesiges Reich. Jad zu Gott ist die Hauptstadt von Vajat. Stellt euch vor, ihr beschreibt das Mittelreich und die Hauptstadt ist Gareth. Naja, das spricht jetzt ja aber nicht gegen ihren Plan, oder nicht? Nun, ich wollte Sie nur etwas korrigieren, wenn Sie von Vajat spricht. Es ist keine Stadt, sondern ein Reich. Nun, Sie nennen sich die Heilreiter von Jarl zu Gott. Also, wird das wohl Ihre Heimat sein? Das steht zu vermuten, wenn es kein selbst angenommener, übertriebener Name ist. Vielleicht können Sie uns irgendwas erzählen, was uns hilfreich ist, um Jarl zu Gott zu besuchen. Naja, also Sie zu fragen, wird auf jeden Fall nicht schaden, würde ich vermuten. Also erstmal anlegen und dann mit den Heilreitern sprechen, oder wollt ihr jetzt vorher mit denen sprechen? Ich vermute mal, sie werden auf uns zukommen. Das denke ich nicht. Wir haben sie angestellt und wir rufen sie, wenn wir sie brauchen. Ich würde sie nicht gerade im Hafen von Miamat rufen. Also lasst uns erst einmal sehen, wie die Lage in Miamat ist. Das halte ich alles für sinnvoll. Afim, ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Das ist alles prüfungsrelevant. Ja, also Abel mir hat ja gesagt, er würde mir seine Notizen ausleihen und dann arbeite ich mich von da aus vor. Sicher, sicher. Gut, dann Frage, habt ihr noch etwas vor während des ersten halben Tages? Alchemie. Alchemie, habe ich mir gedacht, für ja. Die Tiefsee. Bereitest du dich vor? Superwasser, Effizienztrunk und irgendwas, was mir gerade noch nicht anfällt. Aber Das dauert sowieso länger als einen halben Tag und kann man nicht im Forum. Aber du fängst an, alles klar. Gut, Serpentilio hat was vor, Rafim? Ich möchte mich gerne mit Mira draußen auf die Reling setzen und den Bären streichen. Perfekt. Und Bindungsgabe. Boltax. Ja, weiter Hochzeitsvorbereitungen. Ich habe die Schuppenhaut gekauft gehabt und die werde ich jetzt in entsprechende große Portionen schneiden und die in Lederbeutel legen. Richtig, du hattest nicht feuerfeste Schuppenhaut gekauft, genauso. Kein Iffensleder. Abelmir. Ja, da meine astrale Energie fast erschöpft ist, werde ich mich in meine Kabine zurückziehen und regenerieren. Mich probieren, so gut wie möglich zu regenerieren. Ja, wenn du nichts vorhast, dann kannst du tatsächlich auch eine zweite Regeneration am Tag machen. Kannst also eine ganz normale Regeneration machen, weil du im Gegensatz zu Serpentilio oder Boltax eben auch nicht ausgelastet bist. Und Zulamin. Ich würde dafür auch schwarzen Mond benutzen. Ja, dann kannst du dich selbstverständlich auch mit Drogen vollballern. Du alter Spritti. Das sind keine Drogen, es ist Das ist Drogen. So, Zulamin. Ich sag den anderen Bescheid, dass sich Kapok meldet, wenn wir so in der Gegend sind, falls es irgendwen interessiert. Und ansonsten würde sie Kapitänsdinge machen und sich vielleicht so ein bisschen die Spezifika des Selemgrunds erzählen lassen. Was gibt es hier an wichtigen Strömungen, irgendwas, worauf was man aufpassen muss, irgendwelche wiederkehrenden Stürme, solche Dinge? Stürme nicht, aber Strömungen auf alle Fälle, und zwar eine ganze Menge und gerade in der Mitte, deswegen wird man gerade hier im Selemgrund immer sehr ufernah sich orientieren. Die wird auch währenddessen nicht von Kaprok, aber wohl von Netja, die dann irgendwann nochmal zu dir kommt, auf eine Tasse Tee, die dann oben getrunken wird an Deck, wird sie dir erzählen, dass Port Zornbrecht vor einigen Jahren von einer Echsenplage, ist es nicht wirklich, aber die Einwohner von Port Zornbrecht wurden gesäubert. Die wurden entweder alle ermordet oder in die Sümpfe getrieben, sodass seitdem Port Zornbrecht echsenfrei ist. Das war Alanfana-Regime. Das war so eine der letzten großen Neuigkeiten,
Selim ist natürlich schon wie immer verflucht und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Und all die verschiedenen Dörfer am Festland sind auch alle sehr exisch geprägt. Also da leben dann auch keine Menschen mehr. Wenn du nach Uruachin oder nach Chak gehst oder nach Zeshork, nach Asseln, das sind alles Echsendörfer. Und wenn du hier wirklich Zivilisation haben willst, abseits von dem kleinen Zornbrecht oder dem noch kleineren Miamat, dann musst du nach Port Korat gehen. Das ist tatsächlich ein ziemlich größerer Hafen. Von dort dann eben auch Handel über den Aratischen Weg oder Heldenreihen und die Geronsbohlen möglich ist, ja, in Richtung Horasreich. Also Port Korat ist sowas wie Zivilisation. Vor ein paar Jahren soll wohl Filiasson in der Nähe gesichtet worden sein. Das ist natürlich schon länger her. Aber auch da wird dir dann die gute Hesindegeweihte von Broxgall erklären oder erzählen. Das ist wohl ein Dschungeldorf, was Filiasson dort aufgebaut hat im Rahmen seiner 12-Götter-Queste. Und dort sind wohl einige Bettler, die er aus der Wüste aus Fasar geführt hat. Gerade deswegen erzählt sie es dir auch, weil du eben auch mit Fasar verbundelt bist. Hat er Bettler in Fasar gesammelt, nachdem er dort ein Rennen gewonnen hat mit Kamelen, in die Wüste gezogen und von dort aus dann nach Broxgall, wo sie sich dann gegen Echsen und gegen Sklavenjäger aus Ranfa gewehrt haben. Ansonsten passiert hier relativ wenig im Seel im Grund. Ich habe es gerade gesucht, das ist quasi im Hinterland von Port Korat. Genau, richtig. Also Port Korat ist hier, Selim dann selbstverständlich auf dieser Seite. Und wenn du dann von oben aus der Wüste kommst oder dann eben über die Bohlen von Geron, dann landest du, wenn du hier den Dschungel gehst, im Hinterland bei Broxgall. Komplett neu gegründet, nur mit Bettlern aus Fasar besetzt. Willkommen ist da aber im Prinzip jeder, der heimatlos ist. Ja. Ja gut, Solamin hört interessiert zu. Weiß man ja nie, wofür es mal gut ist. Ja, und selbst wenn du dann nicht sterben solltest in den namenlosen Tagen, ist das dann ja auch Wissen, was du selbst mal irgendwann weitertragen dürftest. Nach einem halben Tag wird Kaprok dann auf dich zugehen und während ihr dann noch weiter segelt, wird er dann, kannst du dann auch erkennen, wie der Steuermann tatsächlich auch mit viel Strömung dann zu kämpfen hat und er deutet dann auf den Ozean unter euch, der wohl etwas nachtbläulicher unter euch schimmert, als es sonst üblich wäre. Gerade wohl auch, weil sich der Ozean in den letzten paar Wochen sehr verfärbt hat, dann aber eher zum helleren, sodass er wie fast so eine Knochenfarbe angenommen hat. Das war in der Nähe von Kunchium war das noch schlimmer. Hier geht's wieder, aber hier gerade an dieser Stelle ist er etwas nachtbläulicher. Hey Mann, Kapitän Mann, Frau Mann, das ist wohl die Stelle, die ich wohl berechnet habe. Das kannst du auch sehen hier, Mann, an den Strömungen. Siehst du diesen Zirkularströmung? Ja, die sind nicht ohne. Es sieht so aus, Mann, als wäre hier ein Gefälle, Mann. Wir haben Außenrotation und hier eine negative Quelle, Mann. Also ist unter uns ein Loch? Sieht so aus, Mann. Man muss aber ziemlich groß sein, Mann. Die Farbe des Wassers. Ich hoffe, es führt nicht direkt in die nachtblauen Niederhöllen. Sie werden uns wohl nicht verschlucken, Mann. Ich denke, das ist die geringste unserer Sorgen. Bedenkt man, was wir mittlerweile darüber wissen. Sollten wir hier kämpfen, Mann, dann kann es gut sein, dass sich hier ein Schlund öffnet, Mann. Dann haben wir hier ganz viel Strudel und kann sein, dass uns der Meeresboden verschluckt, Mann. Wie aus den guten alten Geschichten, Frau Mann. Na, ich denke doch, das werden wir zu verhindern wissen. Aber ich schlage vor, wir machen eine Übung daraus. Denn in diesem Terrain werden wir eventuell kämpfen. Und die Strömung wird nicht leichter werden. Die Leute sollen damit umgehen lernen. Insofern ist es eine gute Sache, dass wir hierher gekommen sind, denke ich.
und dann wende ich mich mal an Havulgard und frage, wissen die Leute, was sie zu tun haben? Tja, ich sehe es aktuell zwar von Strömungen besessen, aber das ist eher ein Problem vom Steuermann. Wir haben ja keinen Sturm oder so etwas. Was sollen wir da jetzt machen? Nun, unser Steuermann weiß, was er tut. Gut, dann muss ich mir darüber schon einmal keine Sorgen machen. Sollen wir jetzt Kanonen abfeuern? Nein, ich denke, das wird wohl keinen Sinn haben. Denke ich auch nicht. Was denkt ihr, wie wirkt es sich aus, wenn wir hier in einen Sturm geraten? Wenn der Sturm und die Strömung gegeneinander arbeiten, könnte uns das Probleme machen? Tja, also wenn du mal darüber guckst, du kannst auf alle Fälle noch den Sumpf sehen. Muss dich ein bisschen konzentrieren, aber das kriegt man schon hin. Zumindest nach da drüben, nach Osten und nach Norden auch. Und wenn das Wetter gut ist, kannst du tatsächlich sogar auch bis nach Miamat sehen. Das wird dann aber auch schon relativ knapp. Da musst du dann oben auf Deck stehen. Vor 10 Minuten war ich oben an Deck und hatte dann schon zumindest die Ausläufer der Küste erkannt, die Stadt selbst noch nicht. Aber wenn wir hier kämpfen, dann kommen wir hier nicht wieder runter, wenn die Schiffe untergehen. 10 Meilen oder 15 Meilen schwimmen, das schaff nicht mehr ich. Weißwaffen ja das wohl. Nun, es werden hoffentlich nicht alle Schiffe sinken. Was ist hier die Hauptwindrichtung? Vom offenen Meer her? Naja, von Süden, das wohl. Fegt dann direkt in die Küsten rein und teilweise zieht es dann noch ein bisschen zu und dann am Nelkra bricht es dann so ein bisschen nach Westen weg. Vor allem auch wegen den Gebirgen, die dann irgendwo weiter im Norden und das Regengebirge weiter im Westen. Da zieht es dann direkt durch den Gebirgen, durch die Gebirge hindurch. Bord Korat ist schon ziemlich stürmisch. Gut, wenn es zur Schlacht kommt, werden wir hoffentlich die Sturmlöwen auf unserer Seite haben. Danke, dann haben wir doch das Schlachtfeld schon einmal besichtigt. Kann ich sonst noch was für dich tun? Im Moment nicht, danke. Madame, soll ich etwas Besonderes tun? Nein, möchtet ihr, dass ich einen Kreis fahre? Einen Kreis? Mir genügt es, wenn ihr euch mit der Strömung vertraut macht. Ui, Madame. Das mache ich relativ gut. Es ist tückisch, möchte ich meinen. Aber ich glaube, dass Rafim sie wohl auch meistern könnte. Ui. Hat er euch eine Kostprobe seines Könnens gegeben? Ui, Madame, ich bin beeindruckt. Er war tatsächlich in der Lage, aus dem nebligen Xintu-Delta herauszukommen. Wir hatten zwar auf seinen Befehl hin, beziehungsweise aus meinen Anraten, hatten wir einen Lutzen, aber er hat gut gemacht. Ui. Nun ja, die Untiefen zu kennen, ist ja noch einmal etwas ganz anderes. Da kann man der beste Steuermann der Welt sein. Ui, das ist, was ich hier mache, vor allem etwas Muskelkraft. Ihr müsst aufpassen, dass das Ruder nicht ausschlägt. Und wenn ihr von dort guckt, wir müssen den Wind kreuzen, weil der Wind kommt von Süden und wir fahren aber nach Südwesten. Deswegen müssen wir immer etwas Wind in den Segel haben. Aber Rafim weiß die sicherlich auch. Ja, davon gehe ich aus. Wenn es euch hilft, dann könnt ihr durchaus auch einmal die Richtung ändern. Wir haben es nicht übermäßig eilig. Wie gesagt, macht euch mit den Strömungen hier vertraut. No, Madame. Wir werden, so wie Gabok sagte, in einem halben Tag in Miamat anwesend sein. Zum Abendbrot seid ihr in den Tavernen von Miamat. Sehr schön. Weitermachen. Oui, Madame. Ja, so könnt ihr auch von hier aus den nächsten halben Tag an Bord verbringen und der See zusehen, wie sie Wellen und Gischt aufwirbelt. Serpentilius weiter am Kochen, irgendwas explodiert, er flucht und dann wird aufgeräumt.
Könnt ihr den Kahn nicht ruhig halten? Dann erreicht nach einem halben Tag Miamat, eine Kolonie von Al-Anfa, ein schwarz, ein silberner Blutrochen unter einer silbernen Krone, geführt von dem Kommandanten Firunando Gattagordo, der auch aus Al-Anfa selbstverständlich kommt. Laut den Listen, die ihr habt, soll das Ganze wohl über 350 Einwohner verfügen, eine kleine Garnison mit 25 Soldaten und ein Boron-Tempel, dem Al-Anfaner Ritus angehörig, gemeinsam mit einer kleinen Taverne, die hier auf euch warten könnte. Wenn ihr den Hafen anfahrt, beziehungsweise wenn er dann größer und größer vor euch wird, könnt ihr erkennen, dass unzählige Schiffe den Hafen bereits verstopfen. Von großen Galeeren bis hin zu Biremen. Ihr könnt die grüne Manadi erkennen, das Schlachtschiff der Kunchoma. Ihr könnt die Adamant Kulibin erkennen und die Zorganer, auch eure Schiffe sind anwesend, die Al-Anfaner sind da, zumindest eure Schiffe, die ihr vom Patriarchen bekommen habt, auch das große oder das größte Schlachtschiff, die Bestariel, die von eurem guten Freund Coragon Kugres geleitet wird. Ihr könnt die Kaiser Peawala kennen, einige Schiffe, wie die Kaiser Alrik, die Sichel von Hotalem, also auch die Südmeerflotte von die Irdre ist hier. Ihr müsst tatsächlich gucken, wo und wie ihr anlegt und bei wem ihr das macht. Also ob ihr das bei den Zorganern macht, bei den Kutjomern, bei den Mittelreichern, bei den Al-Anfanern. Ihr habt die offene Wahl. Ein richtiger Steg wird es für euch nicht sein, aber... Ja, es ist viel los. Naja, und Kapitana, wo soll ich uns anlegen? Ich habe einen klaren Favoriten, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Ich denke nicht, dass wir hier sind, um uns mit jemandem anzulegen. Anzulegen sowieso nicht. Um ehrlich zu sein, ich sehe keinen einzigen freien Steg mehr. Ich würde vorschlagen, dass wir in der Bucht ankern. Natürlich nicht so weit draußen und mit einem Beiboot an Land gehen. Ich finde es bemerkenswert, wie schnell ein Großteil unserer Verbündeten offensichtlich bereits den Weg hergefunden hat. Naja, ich würde uns schon irgendwie in den Hafen einlaufen lassen, aber wie ihr möchtet. Non, Monsieur, ich werde uns in den Hafen steuern, nicht ich ehre. Ja, mit meiner Erlaubnis macht ihr das, das ist richtig. Oui, ich würde mich selbstverständlich nicht aufdrängen, aber es ist meine Aufgabe und ich bestehe darauf. Ja, wo ihr gerade darauf besteht, lenkt uns doch in die Region mit den Al-Anfanern. Oui, Monsieur. Aber nur, wenn das auch die Capitana möchte. Nun, ich möchte, dass sie eine angemessen große Lücke zwischen den anderen Schiffen findet, wo wir nicht in Gefahr laufen, einen Schaden davon zu tragen oder ein kleineres Schiff zu beschädigen. Ich denke, sprechen werden wir wohl mit einigen der Kapitäne. Ein einziger Vatarior könnte hier ungezählten Schaden anrichten. Ja, wir werden uns mit den Kapitänen beraten müssen, wenn wir diesen Hafen ausbauen wollen. Was stellen Sie sich darunter vor? Mehr Stege? Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Auch vielleicht eine Kanalisation.